damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde im Mittelalter bei Bridge Constructor. Und wir haben die Brücke Nummer 7. Hier, baue eine Brücke, um die Truppen vorrücken zu lassen. Gib nicht mehr als... Oh, 48.000. Okay, wir müssen mal wieder sparen. Bringt alles nichts. Aber die Brücke soll natürlich ziemlich weit werden. Wie wir anhand der gelben am Rand schon sehen, werden wir auch wieder wohl mit Seilen arbeiten müssen. Na, der ging ein bisschen falsch. Wir starten wie immer, indem wir einfach mal die Grundbrücke bauen, damit wir sehen, wie das Ganze ist. Stein haben wir eh nicht zur Verfügung. Das heißt, wir ziehen hier mal unser Grundtrapez ein und versperren das auch mal hier über den Bereich so ein bisschen. Dann nehmen wir hier unsere Pfeiler für die Seile. Und schauen mal, wie wir sie entsprechend verschnüren können. Das heißt, einmal zweimal, hier auch noch einmal zweimal. Die dritte hier ist zu weit weg, das heißt, wir müssen, wenn dann, von der Mitte auskommen. Schauen wir uns das Ganze, das hängt nämlich schon jetzt schön durch. Und gerade wenn solche Sachen wie die Katapulte kommen, also der Rand hebt noch sehr, sehr gut, da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Aber in der Mitte müssen wir natürlich jetzt auch nochmal das Ganze ein bisschen... Oh, kein Seil. Da brauchen wir erstmal normales Holz noch. Da bauen wir jetzt auch nochmal hier eine kleine Stütze ein und verschnüren das auch jeweils einmal und bis zur zweiten kommen wir nach vorne. Einmal, zweimal. Und schauen wieder nach, ob das Ganze vielleicht dadurch schon hat. Das heißt, wir haben jetzt hier eine ziemliche Belastung. Der wird schon rot, das Seil hält allerdings noch. Und jetzt bricht es durch und ja, hält nicht mehr. Das heißt, wir müssen das noch irgendwie schauen, dass wir das Ganze hier verstärken. Das können wir entweder, indem wir hier das Ganze nochmal in eine zweite Richtung machen oder ihn ein bisschen schräg stellen. Das sollte auch gehen, allerdings war das Seil hier hinten schon arg belastet. Deswegen machen wir wieder unsere beliebte Augenkonstruktion drunter. Das heißt, wir gehen hier auf 1, gehen dann hier weiter. Unten hier in dem Mittelteil schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir kommen auf den Teil hier, zack. Müssen jetzt hier natürlich noch mal ein bisschen runter, einmal. Dann hier auf die Schräge. Damit haben wir hier natürlich jetzt überhaupt keine stützende Wirkung mehr. Es könnte sein, dass wir es hier noch ein bisschen nach oben setzen müssen. Das schauen wir uns allerdings dann gleich mal an, wenn wir den Brückenteil hier entsprechend fertig haben. Einmal, zweimal. So, also der Teil hier hängt nur durch. Aber es entlastet. Es entlastet. Es geht auf rot, aber hält noch. Der Mittelteil hier. Okay, der wird zu stark belastet. Deswegen müssen wir hier einfach ein stärkeres Brückenstück einbauen. Nehmen wir da einfach auch ein starkes Holz. So, sie laufen wieder. So, jetzt sind die Katapulte wieder in der Mitte. Belastung geht jetzt wieder auf die andere Seite rüber und es hält. Ja, es hält. Alle Drähte sind durchgekommen. Also, eine schöne, nette Brücke, die man hier gebastelt hat. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann gleich bei der nächsten Runde. Puh, 900 waren noch zu viel. Und jetzt kommt wieder eine Verteidigungsmission. Ja, ich danke euch vielmals. Wir sehen uns morgen dann zur nächsten Runde. Und ja, bis dann.